Wenn man morgens mit einer so fröhlichen Musik geweckt wird, dann wird es auch ganz bestimmt ein fröhlicher Tag. Ein Tag auf der Finnjet. Für Frühaufsteher fängt er schon vor dem Wecken an. Ganz unten Deck 1. Im Saunabereich mit Sauna, Duschen und Schwimmen. Ein echt finnischer Tag beginnt, der frisch macht und für einen kräftigen Appetit auf das köstliche Finnjet-Frühstück im Helsinki-Restaurant sorgt. Morgenstund hat die schönsten Fensterplätze, müsste es eigentlich heißen. Denn Frühaufsteher werden mit einem herrlichen Blick über das von der Morgensonne gerötete Meer belohnt. Bitte bedienen Sie sich selbst, so viel Sie mögen. Es ist alles im Preis eingeschlossen. Sie zahlen nur einmal und bitte gleich am Eingang, wenn Sie ins Helsinki kommen. Sind viele Passagiere an Bord, wird das gleiche Frühstück auch im Restaurant Adam und Eve auf Deck 5 serviert. Wer lieber den Tag nur mit einer Tasse Kaffee und einem Brötchen beginnt, der ist im Boulevard-Restaurant auf Deck 6 herzlich willkommen. Hier geht es zu wie in einem Pariser Straßencafé. Hier können Sie Ihr Frühstück nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Vor allem, wenn man Kinder dabei hat, die nur eine Kleinigkeit mögen, wird's günstiger. Für Kinder hat man übrigens ein besonders offenes Herz an Bord der Finnjet. Im Spielzimmer auf Deck 6 können sich die Kleinen kopfüber ins Kugelmeer stürzen und spielen, während nebenan die Mutti im Boulevard-Restaurant Kaffee trinken kann und von ihrem Platz aus ihren Sprössling immer im Auge hat. Dort gibt es auch die Videoecke mit lustigen Comics. Die großen Spielfreunde ziehen sich gern ins Bacchus zurück, um beim Bier oder einem Glas Wein eine Runde Skat, Bridge oder Backgammon zu spielen. Karten und Spiele bekommt man bei der Information auf Deck 4. Auf dem Boulevard gibt es auch eine eigene Ecke mit Spielautomaten. Von Deck 7 kommt man aufs Bootsdeck. Dort weht der frische Seewind und macht Appetit auf ein weltberühmtes Mittagessen, das skandinavische Buffet. Diese traditionelle nordische Mahlzeit besteht aus kalten und warmen Fisch- und Fleischgerichten sowie Desserts. Machen Sie es so wie die Finnen. Erstens, fangen Sie mit Hering, eingelegten Fischsorten, Kartoffeln und Brot an. Beim zweiten Mal folgen Räucherfisch, Krabben und natürlich Lachs. Zweitens, zu den kalten Fleischgerichten und zum Aufschnitt schmecken die Salate. Drittens, von den warmen Gerichten probieren Sie am besten mehrere. Viertens, finnischer Käse und Obst bilden das Dessert. Guten Appetit! Sie können jedes Mal sauberes Geschirr nehmen. Die Kellner räumen zwischendurch ab. Nach dem Essen gehen Sie mal so richtig bummeln in den hübschen Geschäften auf den Decks 5 und 6. Schnuppern Sie mal in der Parfümerie. Hier finden Sie internationale Duftwasser, Kosmetik, Schmuck im finnischen Design und Markenuhren. Der Damen- und Herrenfriseur nebenan bittet um Ihre Anmeldung zu einem Termin. Auf Deck 5 liegt der Jetshop mit finnischen Souvenirs, Geschenken, Ansichtskarten und was der Mensch sonst so braucht. Von der Halle auf Deck 5 kommt man in den Market, einen Supermarkt mit finnischen und internationalen Angeboten an Lebensmitteln, Spirituosen, Tabakwaren und Süßigkeiten. Übrigens, die Öffnungszeiten für alle Finnjet-Einrichtungen finden Sie am Eingang und auf den Informationstafeln auf Deck 4 und 5. Paradise, das Paradies, der Tanzsalon der Finnjet. Nachmittags spielen hier internationale Bands zum Tanz. Dazu gibt's Kaffee, Kuchen und finnische Liköre an der Buffetbar. Ein Hochgenuss im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Besuch im Stardust, dem höchsten Aussichtspunkt der Finnjet. Vom 9. Deck, fast 30 Meter hoch, hat man einen herrlichen Blick über die glitzernde See. Am Vormittag bis zum frühen Nachmittag geht es im Stardust zu wie in einem Café. Sie finden Bier, Wein, Drinks, Erfrischungsgetränke und natürlich Tee und Kaffee. Dazu gibt's Gebäck und eine Auswahl an Lachs, Krabben und Rentiersandwiches.